Wir haben ja so eine Dampfabzugshaube oder Schrägteil, was weiß ich, wie das heißt. Und was ich euch zeigen wollte, ist, da gibt es ja so ein Sieb drin, das hier. Und wir haben das jetzt nicht so oft gereinigt, aber das hier, dieses Metallsieb, also mir geht es jetzt eigentlich zum Sagen, das Metallsieb, das ist hauptsächlich zum Abfangen von den Fette, also wenn der Fette und Wasserdampf. Beides. Es gibt ja zwei Filter drin. Es gibt ja dieses Aktivkohlefilter. Da bleibt leichte Metall, Kohlewasserstoffdämpfe bleiben da drin hängen. Das sollte man regelmäßig wechseln, sauber machen. Aber auch dieses Metallfilter. Und man sieht schon an dem Metallfilter, die Vorderseite ist noch glänzend, die Innenseite, die ist so dunkelgrau, ja. Da hat es so kleine Flecke drin. Und das ist, ich kenne das noch von meiner Mutter in der Gastwirtschaft. Das sind diese Metallfilter, die ziehen, da bleibt ziemlich viel Fett hängen. Also, wenn immer mal in der Pfanne unter hier Fisch macht oder was weiß ich, oder mit Öl, hauptsächlich mit Öl irgendwas macht, dann gehen da diese Wasser- und Ölpartikel hoch und es bleibt hängen. Wasser bleibt hängen und Öl und. Und ist so, wenn man das nicht, wenn man es nicht ganz so oft reinigt oder wenn man es länger drin gehabt hat, ich bin jetzt auch kein Schlampersack, dann ist so, dass man das Fett drin riecht, ja. So, das heißt, man nimmt diese modernen Dinger und einmal in die Spülmaschine und da unten gibt es ja nochmal eins. Hier unten, ach, das habe ich schon rausgemacht. Das ist ja nicht drin. Ich hatte es nämlich in der Spülmaschine, ja. Da hier sieht man ja Vorderseite, Rückseite und auf der Rückseite ist schon ein bisschen von dem, das ist einfach so hartnäckiges Fett mit drin. Das heißt, man muss es einfach nochmal öfters reinschmeißen. Weil dann, wir haben ja so Umluftabzugshaube, das heißt, hier geht ja, der Wasserdampf geht ja hier rein, der geht hier oben rein, da wird es abgesaugt, und dann geht es hier durch und dann geht es hier raus. Und warum haben wir eine Umluft? Warum haben wir das mit Umluft? Einfach wegen der Energieverschwendung. Weil wenn man in diesem Ding wird ja immer der Dampf wird ja von der Küche unter hoch und dann wird er hier gefiltert, der Wasserdampf, und soll oben raus. Und ist bei uns trotzdem so, dass im Winter, hauptsächlich im Winter, sind ja die Scheiben oft angeschlagen oder so. Es liegt nun mal an der Temperatur und so weiter, aber wenn man so eine Abzugshaube hat und macht die nach außen, wie es gleich der Ding sagt, da kommt dann ein Loch rein und bei dem Loch, das geht nach außen. Und das ist halt immer so, das kann man nehmen, wie man will. Man hat ein Loch nach außen. Oh, da gibt es ja solche Dampf, ja, wie heißt das, da gibt es ja Isolation und so. Vergesst es. Wenn du ein Loch nach außen hast, dann hast du, wie wenn du die Tür aufmachst, hast du ein Loch nach außen. Und man sollte das eigentlich, meiner Meinung nach, sollte man das ja eh fast verbieten, wenn man sagt, okay, man hat jetzt Klimapolitik und so Zeugs, dann muss man eigentlich sagen, hallo, Dampfabzugshaube nach Hause, Ding, das ist ein Wahnsinnskomfort, weil da wird alles direkt rausgeblasen, ja, die gesamte warme Luft. Viel besser ist natürlich auch nicht, wenn das alles immer wieder in rein hast. Das funktioniert ganz gut, ich bin ganz zufrieden damit. Aber um was es halt mir geht, ist, dass man, wenn man die oft betreibt, sollte man von mir aus jeden Monat mal oder alle paar Wochen dieses blöde Dings da sauber machen, weil noch bleiben wenigstens diese Fette ein bisschen mehr hängen. Also dieser Geruch. Und deswegen dieses mal kurz dran rieche, dann riecht man das auch. Und wenn man das wäre, bei ganz alte Küche, wenn immer man mal nachschaut in alte Küche, findet man der Dreck auch immer hier oben. Da kann man immer oben langfahren, das findet man hier Fett. Und dieses Fett kommt, das sind diese Partikel, die aus der Küche hochgerissen werden, mit Wasserdampf. Wasser, Öl fliegt doch nicht, ja klar, aber die Partikel, die gehen mit hoch. Aerosole haben wir ja dazu gelernt. Aerosole, wenn man Corona, aber auch
alle Partikel, die irgendwo sind, die werden mit dem Luftstrom mit hochgerissen und bewegen sich dann in der Luft und die sinken dann natürlich oben ab. Und deswegen hier immer wieder ab und zu mal in die Waschmaschine. Das heißt, einfach in die Waschmaschine reinstellen, paar Tabs dazu, das kannst du in die normale Wäsche mit rein tun. Bei der normalen Spüle, nicht Wäsche. Und bei der normalen Dings ist es halt so, dass wenn man es unter hat, da kann auch manchmal Gemüse drauflegen oder irgendwas, was oben ist, ja, Kaffee zum Beispiel. Ne? Das fällt dann oben mit drauf, deswegen einfach stehen machen. Und dann wieder einbauen, wenn es dann trocken ist, wenn es gespült ist, dann befindet sich ja dieser Filter hier hinter. Ja? Ich mache das also mal hinter auf. Damit ist dann wieder rein. Da unten ist der Clipser. Das heißt, hier oben rein tun. So reiben zu dumm heute. Mit einer Hand ist er zu dumm, oder? Ich hätte auch gesagt, so rum. Naja, ich hätte doch gleich drauf kommen können. Und den da, der hier, vielleicht irgendwann noch mal durchlaufen lassen, die Woche. Der kommt hier unten rein. Was haben wir gelernt, wenn er nicht reinpasst, dann ist die Scharnier auf der anderen Seite.